Jo, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer mit Gomez und Nironir. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Nämlich in unserem ersten Level. Das Tutorial-Level haben wir im letzten Part abgeschlossen. Und los geht's. Suchen wir erstmal hier die ganzen Würfels. So. Mal sehen, was uns hier noch so alles erwartet, würde ich sagen. Kann ich jetzt. Ist jetzt auch was Neues in den Räumen? Vielleicht so ein verstecktes. So wie hier zum Beispiel. Guck, da ist eine Truhe. Ah, guck mal, guck. Eine Schatztruhe. Um sie zu erstellen, stelle ich davor und drücke Viereck. Ein Schlüssel. Ein Pixel-Schlüssel. Du hast einen Schlüssel gefunden. Du kannst du alle verschiedenen Dinge, aber sie dann nur einmal finden. Die verschlossenen Türen. Wenn ich jetzt hier drauf springe. Da oben ist einfach nur Dings, ne? Das ist so genial, dieses Spiel, ne? Ich kann es euch allen wirklich nur empfehlen. Mal gucken, wie ich hochkomme. Hallo? Aha. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Eine Karte. Du hast eine Schatzkarte gefunden. Eine Karte, wovon? Wohin? Keine Ahnung. Finde es selbst heraus. Ei. Okidoki, würde ich mal sagen, oder? Mal gucken, was hier drin gibt. Schauen wir mal hier rein. Okay, gibt es irgendwie Cornout. Weitere Würfel. So, und rein da. Gucken wir uns da mal drin um, was es da so gibt. So lange her, du bist an der Reihe. Ich bin müde und da mit diesem Ding auf. Was war das? Ach, nur so ein Foto. So ein Foto, alter Fotograf. Eine alte Kamera. Da ist Efeu. Da ist wieder so ein Schlüssel. Ach, so ein Schlüssel, sag ich immer, so ein Würfelteil. Da auch. Schwing! Wo kann ich denn eigentlich meine Schatzkarte einsehen? Gibt's da auch eine Möglichkeit für? Tab? Select? Nee. Oh, Select, komme ich ins Dings. Spielübertragen-Modus. Jetzt muss ich gucken, dass ich nach da hinten komme. So. Da ist auch eine Schatztruhe. Ist die geöffnet? Ja, okay. Ich muss also immer von der richtigen Seite es auch so machen. Ein weiterer Schlüssel geht an uns, Freunde. Ein bisschen. So. Yay. Nice.
Kann ich hier auch irgendwas öffnen? Ich versuche mal verschiedene Perspektiven aus. Nope, scheint dem nicht so zu sein. Dann wohl auch nichts. Du bist zurück. Du warst ganz schön lange fort. Echt? So, ich komme mal hier vorsichtig runter. Gomez-Haus. Das wäre ja so cool, wenn hier noch was wäre. Beim Haus. Scheint aber nicht so zu sein. Von daher schauen wir uns mal das nächste. Schauen wir uns hier mal weiter um. Was? Ich habe einen was gesehen? Teufelsquadrat. So, von da aus geht's runter, das ist mir bewusst. Aber ich habe doch noch lange nicht alles. Das war knapp, jetzt wäre ich fast runtergefallen. So, dann suchen wir mal weitere. Schöner Hut. Ach, besten Dank. Da war ich schon drin, ne? Das war dann, wo ich dann hier durchkam. Schwupp, schwupp. Da scheint es nichts mehr zu geben. Muss ich mal hier rum. Schwupp. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, dieser einen Raum finde ich schon sehr. Sehr perplex, wo nämlich gar nichts drin ist. Der hier war das, glaube ich, die Mühle, ne? Ja. Oh, hier ist eine Karte. Also ich habe das Menü jetzt mit Dreieck geöffnet. Was hat das zu bedeuten? Unklar. Bin ich zu blöd für, komme ich nicht drauf. Könnt ihr mal überlegen, was hat das zu bedeuten? Ich mach's nochmal. Moment hier, ich mach's nochmal. Was könnte das bedeuten, Freunde? Weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Dafür kenne ich das Spiel zu wenig. Was haben wir hier oben eigentlich? Aber die Türen habe ich noch gar nicht geöffnet. Rein da. In der Schule gibt es auch einen Würfel. Kann das sein? Eine neue Richtung? Boah. Ah, guck mal, hier geht's. CUVW X42ABCDEF. Geil, können wir nur. Dann wird das andere wohl. Da oben in dem Gebäude sein, hier.
fehlt nur noch eines. Da war ich aber auch schon drin, oder? Hier ist jetzt ein Stuhl. Bücher. Was ist denn hier? Auch noch eine Tür, die verschlossen ist. Und siehe da, das letzte Mosaiksteinchen, sage ich jetzt mal. Schnapp dir einen Würfel. Na, optimal, da gibt es sogar eine Trophäe für. Könnt ihr mal sehen, du hast es geschafft. Du kannst jetzt die Tür öffnen, dann los. Also das, da lasse ich mich nicht zweimal drum bitten. So. Die Tür ist offen. Bist du bereit für ein Abenteuer? Oh, und wie ich bereit bin, Jungs. Hey, hör mal zu. Ich weiß, du bist zum ersten Mal außerhalb des Dorfes. Wenn du dich verirrst, benutze einfach die Weltkarte. Drücke Touchpad für die Weltkarte. Das ist die Weltkarte. Sie zeigt dir an, wo du schon gewesen bist. Nutze L1 und L1 zum Zuden und R2 und R2 zum Drehen. L2 und R3, okay. Jeder Knotenpunkt steht für einen Ort in der Welt. Ist ein Knotenpunkt golden überzogen, bedeutet das, dass du dort gegenständig Geheimnisse oder Durchgänge entdeckt hast. Das sind die Räume da drin, ne? Und da gibt's Geheimnisse drin, weil da ein Fragezeichen ist. Oder? Dem sieht so danach aus. Schwenken. Das ist schon da, also muss wirklich, also ganz ehrlich, man muss hier wirklich schon sagen, wow. Echt Hammer, nice. Aber gut, Freunde. Dann gucke ich mich jetzt mal ein bisschen um. Bevor wir dann... Oh, eine Raupe. Wie cool ist das denn? Das erste. Das zweite. Oh. Oh, das war schlecht. So weit weg, da komme ich nicht hin. So, genau. So, eins, zwei, drei. Zack. Zack. Es geht jetzt einfach nur so. Dings so hoch, ne? Springen. Springen. Oh, nein, ich bin gestorben. Aber ich habe den Schlüssel vervollständigt. Jetzt öffnet sich eine Tür. Ich will gucken, was da oben noch gibt. Da oben ist wahrscheinlich, dann geht's weiter. Was gab's da unten? Das gucke ich mir dann nochmal an. Weil ich bin sehr neugierig im Spiel. Muss ich halt ehrlicherweise sagen. Darunter geht's gar nicht mehr los. Oh. Okay.
cool. Ich dachte halt, man könnte noch mal runter. Auch da. Schwupp. Schwupp. Oh. Nein. Schwupp. 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 Nein, das ist so hoch. Ne, ah, shit. Oh, tut mir leid, Gomez. Dass du gerade so unter meiner Dummheit leidest. Schwupp. 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 Sehr gut. Komm ich da irgendwie hoch? Wahrscheinlich nicht, oder? Gut. Boah! Sieh dir diesen Ort an. Scheint ziemlich wichtig zu sein, hm? Komm, wir sehen uns mal genauer um, ja? Oh nein, noch eine Tür. Ich sagte ja, dass es viele Türen geben wird. Hierfür 4 Würfel benötigt. Hierfür 8. Und hierfür 16. Lol. Dieser Ort scheint ein ziemlich wichtiger Türenort zu sein. Ach, was weiß denn ich? Deshalb bist du ja hier. Also los, finde die Würfel. Alles klar, Freunde. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Cut. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder bei Fest. Euer Neron ist out. Lass den dritten Schritt. Yes, sir.